Dann rufe ich auf den Punkt 8 der Tagesordnung, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Forschungscampus, ein Eckpfeiler für Mittelhessen als Region der Spitzenforschung 1943-46. Das Wort hat der Kollege Andreas Hofmeister, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Am 2. November 2016 besiegelten im Marburger Schloss die Präsidenten der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Philipps-Universität Marburg und der Technischen Hochschule Mittelhessen gemeinsam mit Wissenschaftsminister Boris Rhein die Gründung des Forschungscampus Mittelhessen. Damit fand ein längerer Planungsprozess zur weiteren Verbesserung der Strukturen für die Spitzenforschung in Mittelhessen einen erfolgreichen Abschluss. JLU, Philipps-Universität und THM verfügen als Forschungsstätten jeweils über unterschiedliche Stärken und Potenziale. Nicht umsonst genießt Mittelhessen als Region mit exzellenter Forschung und Lehre bereits einen guten Ruf. Nachdem die Beziehung der beiden Universitäten früher eher angespannt war, pflegen die drei Hochschulen inzwischen seit einigen Jahren eine gute Zusammenarbeit und kooperieren in einigen Bereichen. Mit dem Forschungscampus wird die Zusammenarbeit nun weiter intensiviert, und es können und werden sich daraus enorme Vorteile für Lehre und Forschung an den drei Standorten ergeben. Zudem profitiert von der Kooperation auch der wissenschaftliche Nachwuchs durch Tenure-Track-Professuren und eine gemeinsame Promotionsplattform der drei Hochschulen. Zu den Forschungsfeldern des Campus gehören unter anderem Psychologie und Neurowissenschaften, Mikrobiologie und Virologie, Herz-, Lungen- und Infektionsforschung sowie Geschichts- und Regionalwissenschaften. Werte Kolleginnen und Kollegen, CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben im Koalitionsvertrag verankert, dass das hohe Niveau von Forschung und Lehre an den hessischen Hochschulen gehalten und weiter ausgebaut werden soll. Nicht zuletzt findet sich in unserem Koalitionsvertrag auch die Stärkung Mittelhessens als Forschungsregion. Und diesen Weg verfolgen wir konsequent. Allein die geplanten, in Durchführung befindlichen und bereits abgeschlossenen Baumaßnahmen, passend zu diesem Antrag, seien hier speziell die drei mittelhessischen Hochschulen genannt, zeigen dies eindrücklich. Das Vorhaben des Forschungscampus Mittelhessen wird nun in den kommenden 5 Jahren über das Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit insgesamt rund 7,3 Millionen € gefördert. Das ist gut angelegtes Geld und erhöht beispielsweise die Chancen der Hochschulen bei der Einwerbung von Drittmitteln, in der Verbundforschung, aber auch im Exzellenzwettbewerb. Meine Damen und Herren, unstreitig in diesem Hause ist sicherlich, dass Wissenschaft und Forschung der Motor für Innovation und damit für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist. Aufgabe der Politik ist es hierbei, die passenden Rahmenbedingungen zu setzen, um damit den Hochschulen die Gelegenheit zur Profilbildung und zum Herausarbeiten ihrer Stärken in Forschung und Lehre zu geben. Beim konkreten Projekt des Forschungscampus Mittelhessen gehört speziell die Möglichkeit dazu, durch das Hessische Hochschulgesetz hochschulübergreifende Einrichtungen zu bilden. Unsere drei mittelhessischen Hochschulen nutzen diese Rahmenbedingungen und ihre jeweiligen Stärken sowie besonderen Kompetenzfelder mit dem Forschungscampus nun in vorbildlicher Weise. Die Hochschulen des Verbundes verfügen einerseits über große inhaltliche Schnittmengen und ergänzen sich gleichzeitig fachlich durch die jeweils entwickelten eigenen Schwerpunkte. Dabei behalten sie auch ausdrücklich ihre Eigenständigkeit. Ich darf an dieser Stelle die Präsidentin der Philipps-Universität Marburg, Frau Prof. Dr. Krause, zitieren, die im Rahmen des Gründungsfestaktes feststellte, wir sind im Verbund stärker als jede einzelne Hochschule für sich. Der Gedanke ist nachvollziehbar. Dass es aber wirklich gelungen ist, aus der Idee, der Theorie, nun in der Praxis einen Verbund zusammenzuführen, verdient eine entsprechende Würdigung, wie etwa hier im Rahmen dieser Debatte. Und es gilt stellvertretend für alle Beteiligten, den Präsidenten der drei Hochschulen, Prof. Dr. Krause, Prof. Dr. Mukherjee und Prof. Willems, für deren Einsatz im Sinne der mittelhessischen Region zu danken. Die weitere Profilierung Mittelhessens in der Wissenschaftslandschaft ist gleichbedeutend mit praktischer Standortförderung. Nachwuchswissenschaftlern werden neue Karrierechancen geboten, und die Verbundstrukturen bieten auch Anknüpfungspunkte für weitere außeruniversitäre Einrichtungen. Und nicht zuletzt trägt der Verbund von JLU, Philipps-Universität und THM dazu bei, sich in besonderer Weise im bundesweiten Wettbewerb der Hochschulen zu präsentieren. Meine Damen und Herren,
Der Forschungscampus Mittelhessen ist ein hervorragendes Beispiel für die Attraktivität unseres Bundeslandes als Hochschul- und Wissenschaftsstandort. Diesen Standortvorteil für Hessen insgesamt werden wir als Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN weiterhin fördern und womöglich auch ausbauen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Hofmeister. – Das Wort hat die Frau Abg. Özgüven, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Zusammenarbeit der drei Hochschulen Philipps-Universität Marburg, Justus-Liebig-Universität Gießen und der Technischen Hochschule Mittelhessen hat eine lange Tradition. Mit der Gründung des Forschungscampus Mittelhessen haben die drei Hochschulen nun einen sehr bedeutenden weiteren Grundstein gelegt, um die Forschung auf Spitzenniveau in Mittelhessen voranzubringen und zu etablieren. Die beteiligten Hochschulen weisen eine breite Schnittmenge auf und sind andererseits aber auch fachlich ergänzend zueinander aufgestellt, sodass sie gemeinsam stärker sind als jede Hochschule für sich alleine. Das Augenmerk der Kooperation liegt dabei insbesondere auf dem Bereich gemeinsamer Forschungsprojekte und der Gewinnung und Bildung exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchses. Meine Damen und Herren, das alles ist zwar wunderbar und in jedem Fall zu unterstützen, allerdings dürfen wir die Augen vor den Schwierigkeiten und Hindernissen, denen die drei Hochschulen weiterhin begegnen, nicht verschließen. Der Forschungscampus Mittelhessen steht vor dem Problem, dass Studierende sich nicht an zwei Hochschulen gleichzeitig einschreiben können. Dies ist aber auch nach der Einschätzung der Akteure und der Studierenden, insbesondere in Masterstudiengängen, von wesentlicher Bedeutung. Bei gemeinsamen Studiengängen setzen sich Studierende, die an der einen Universität immatrikuliert sind, selbstverständlich auch in die Vorlesungen an der anderen Hochschule. Auch für die Entwicklung gemeinsamer Studiengänge ist die Möglichkeit der Doppelimmatrikulation notwendig. Die Aufhebung der bürokratischen Hürde durch die Schaffung der Möglichkeit der Doppeleinschreibung wäre also eine große Erleichterung in der Lehre. Somit würde sich das Problem, wie Landesmittelzuweisungen zwischen den Hochschulen zu gewichten sind, in den genannten Fällen nicht mehr stellen. Ein weiteres Problemfeld bilden die existierenden extremen Wettbewerbsformen. Diese sind auch im Falle des Forschungscampus Mittelhessen nicht förderlich, da sich die Hochschulen in Teilbereichen weiterhin im Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit befinden. Die gänzliche Aufhebung des Konkurrenzverhältnisses kann also auch durch den Verbund des Forschungscampus nicht erzielt werden. Die sehr auf Wettbewerb ausgerichtete Finanzierungsstruktur der Hochschulen müsste sich deutlich ändern, um eine uneingeschränkte Kooperation und Arbeitsteilung zwischen den Hochschulen zu gewährleisten. Die Förderung des Forschungscampus mit einem Gesamtvolumen von 7,3 Millionen € für die Dauer von 5 Jahren ist positiv hervorzuheben. Jedoch hilft dieser Betrag lediglich, um eine gemeinsame Geschäftsstelle aufzubauen. Die eigentlichen Mittel für Forschung müssen weiterhin ausschließlich aus Drittmittelprojekten und dem LOEWE-Programm fließen. Abschließend möchte ich noch auf Punkt 4 des Antrags zu sprechen kommen. Die SPD hat auf Bundesebene gegen den Widerstand des Koalitionspartners die zusätzlichen Tenure-Track-Professuren im Rahmen des Pakts für den wissenschaftlichen Nachwuchs mit einem Zuschuss von 1 Milliarde € über die Paktlaufzeit durchgesetzt. In dem Zusammenhang ist es doch sehr positiv, dass die CDU-Landtagsfraktion die gute Arbeit der SPD auf Bundesebene anerkennt und unter Punkt 4 des Antrags lobend hervorhebt. Dennoch reicht es nicht, nur Tenure-Track-Stellen zu schaffen. Bund und Länder müssen gemeinsam Dauerstellen für den Mittelbau an Hochschulen finanzieren. Hierfür müssen neue Personalkategorien entwickelt und umgesetzt werden.
Herr Minister Rhein, Sie stellten in einer der vergangenen Plenarsitzungen in Aussicht, dass es künftig Dauerstellen für Daueraufgaben an den Hochschulen geben werde. Dies ist ein längst überfälliger Schritt, der den Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Hochschulen entspricht und zur Entlastung der Beschäftigten führen wird. Wir sind gespannt, ob Ihrem Versprechen Taten folgen und Dauerstellen für Daueraufgaben verankert werden. Seien Sie sicher, wir werden das beobachten. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben uns als Koalition das wissenschaftspolitische Ziel gesetzt, die Vernetzung unserer Hochschulen zu fördern und die Clusterbildung weiter zu betreiben. Und mit der Bewilligung der Mittel für den Forschungscampus Mittelhessen haben wir genau diese Entwicklung initiiert, wie wir sie auch schon im Koalitionsvertrag vorgesehen haben. Und die Gründung des Forschungscampuses Mittelhessen, der drei mittelhessischen Hochschulen, ist für uns Grüne auch ein gutes Beispiel dafür, dass bei aller Notwendigkeit von Wettbewerb im Wissenschaftssystem, und da sehe ich dann, glaube ich, schon einen kleinen Unterschied zu dem, was meine Vorrednerin hier ausgeführt hat. Ich glaube, dass Wettbewerb und Wissenschaft durchaus etwas miteinander zu tun haben sollte. Aber jenseits dessen ist es eben auch Aufgabe von Politik, Kooperationen zu fördern. Das war unser Ziel, und wir freuen uns, dass wir das mit den drei mittelhessischen Hochschulen an dieser Stelle sehr gut auf den Weg gebracht haben. Es ist in der Tat so, dass wir in der Hochschulfinanzierung vor allen Dingen Wettbewerb lange Zeit verstärkt gefördert haben. Das hat auch sicherlich zu positiven Effekten geführt. Allerdings ist es auch richtig, dass wir im Bereich Kooperation noch Potenziale zu heben haben. Das war uns ein wichtiges Anliegen. Und von daher war es sehr lohnend, dass hier im mittelhessischen Raum die THM als technische Hochschule sehr gut komplementär passte zu den beiden Universitäten, die wir hier haben. Und daher sind wir eben auch den Verantwortlichen, den Forscherinnen und Forschern an den drei Hochschulen dankbar, dass sie dieses gegenseitige Befruchten aufgenommen haben, dass sie eben gesehen haben, dass sie zusammen miteinander mehr auf den Weg bekommen können. Und von daher danken wir Ihnen für Ihre engagierte Arbeit. Und dass das neben den konkreten Forschungsvorhaben, die dort jetzt auf den Weg gebracht werden, die für sich genommen schon wichtige Impulse für den mittelhessischen Raum bringen werden, zeigt sich auch etwas profan, wie das eben jetzt nicht nur in Kassel und nicht nur in der Technischen Universität Darmstadt der renommierte Doktoringenieur vergeben werden kann, sondern eben auch diese Maßnahmen auch jetzt eben in Mittelhessen komplementär zwischen THM und den beiden Universitäten vergeben werden kann. Das zeigt auch sehr deutlich, dass das, was in der Vergangenheit gemutmaßt wurde, als wir das Promotionsrecht für Hochschulen für angewandte Wissenschaften, für deren forschungsstarke Bereiche eingeführt haben, dass das nicht der Fall ist, dass es keine Kooperation mehr zwischen HAW und Universitäten geben werde. Das genaue Gegenteil ist der Fall. An dieser Stelle zeigt sich, dass die THM, obwohl es auch die Möglichkeit gäbe, ein eigenständiges Promotionsrecht einzuführen, an dieser Stelle kooperativ mit den Universitäten zusammenarbeitet und eben den Doktoringenieur auch in Mittelhessen anbieten kann. Ich glaube, wir sollten das jetzt Geschaffene auch nicht versuchen, kleinzureden. Die Vorrednerin hat ja sozusagen das versucht, ein bisschen herzustellen und gesagt, na ja, es gibt ja auch noch Probleme. Wenn das Problem der Doppeleinschreibung für uns das größere Problem ist gegenüber der Errungenschaft, dem, was wir jetzt dort in Mittelhessen erreicht haben, glaube ich, dass da die Gewichte nicht ganz richtig gemessen worden sind, wenngleich man sich dem sicherlich noch einmal annehmen sollte, sondern da sollte man ganz klar sagen,
Das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, ist nur deswegen möglich, weil Schwarz-Grün so eine große Schwerpunktsetzung im Bereich Wissenschaft und Forschung gemacht hat. Ohne den Rekordhochschulpakt mit 9 Milliarden € für Forschung und Lehre wäre das nicht möglich gewesen. Das sehen auch die Verantwortlichen vor Ort so. Ich möchte dort Prof. Katharina Krause, die Präsidentin der Philipps-Universität, zitieren, die da sagte, wir freuen uns über die großzügige finanzielle Unterstützung des Landes, die dem Start des Forschungscampus Schwung verleiht. Das zeigt sehr deutlich, ohne den Hochschulpakt wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich möchte deswegen sagen, dass diese Debatte Gold wert war. Sie ist notwendig, damit wir unterstreichen, einerseits, dass wir anerkennen, was vor Ort geleistet wurde, aber auch, dass wir als Landtag noch einmal zum Ausdruck bringen, diese Schwerpunktsetzung im Bereich Wissenschaft und Forschung, die Schwarz-Grün jetzt auf den Weg gebracht hat, die möchten wir weitermachen. Wir wissen, dass anhand von Forschung und Lehre, dass das die Grundlage für unsere hervorragende wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in diesem Land ist. So wollen wir weitermachen. Von daher sagen wir herzlichen Glückwunsch Mittelhessen zu diesem Forschungscampus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat die Frau Abg. Nicola Beer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, von Seiten der Freien Demokraten auch von mir ganz persönlich einen herzlichen Glückwunsch an die drei beteiligten Hochschulen, die Universität Gießen, die Universität Marburg und die Technische Hochschule Mittelhessen haben sehr frühzeitig erkannt, wie notwendig es ist, Kooperationen einzugehen, Clusterbildung, wie das ja heute hochdeutsch modern heißt, Clusterbildung voranzutreiben und sich damit gegenseitig zu stärken. Sie sind sehr frühzeitig auf diesen Weg einer langfristigen strategischen Allianz gegangen. Und dafür gilt nicht nur unsere Gratulation, sondern ich glaube auch unser Dank, weil Sie meines Erachtens nicht nur in Hessen, sondern auch darüber hinaus ein Best-Practice-Beispiel, ein Vorreiter waren, der jetzt ja viele Nachahmer findet. Aber, Herr Kollege Hofmeister, das ist eine Geschichte, die ist wahrlich älter als die Laufzeit dieser schwarz-grünen Landesregierung. Das geht zurück auf die Jahre 1991, also noch zu rot-grünen Zeiten, als man in Mittelhessen zwischen diesen Hochschulen entschieden hat, eine gemeinsame Transfereinrichtung, also für die Frage des Wissenschafts- und Technologietransfers, einzurichten. Und wenn Sie dann einmal durch die Jahre dieser hessischen Wissenschaftsgeschichte gehen, dann sehen Sie, dass es kaum eine Regierungskonstellation gab, die auf diesem Weg nicht stützende Rahmenbedingungen gestellt hat. Im Jahr 2000 ist das Ganze weiter vorangetrieben worden durch den Autonomieprozess. Sie werden sich erinnern, das war dann eine schwarz-gelbe Landesregierung mit Ruth Wagner als Wissenschaftsministerin. Das führte 2005, da hat dann die CDU allein regiert, da hat Frau Kollegin Wolf damals hier Verantwortung Nein, Fehler, aber auf jeden Fall CDU-Kollegin Verantwortung getragen. Damals wurde dann der sogenannte Mittelhessen-Vertrag vereinbart, also eine Kooperationsvereinbarung, die eben auch schon auf eine gemeinsame Zusammenarbeit, auf gemeinsame Schwerpunktsetzung, insbesondere auch auf das Miteinanderabstimmen von Lehrangeboten und Lehrschwerpunkten abgestellt hat. Und es ging dann weiter 2011. Also dann wieder zu schwarz-gelben Zeiten, in denen diese Vereinbarung erneuert wurde, auch Sachen, Fragen z.B. der Zusammenarbeit von Promotionen mit aufgenommen wurden, etwas, was wir in der Anhörung über die Novellierung, über die letzte Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes ja auch wahrgenommen haben, dass man dort eben schon wesentlich weiter ist als an anderen Standorten. Und von daher kann man nur sagen, dass sich jetzt hier so etwas wie der Forschungscampus in Mittelhessen gestaltet hat, dass es einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg der Kooperation gibt, ist diesen drei hessischen Hochschulen zu verdanken, die mit einem gewissen Weitblick eben in diese langfristige strategische Allianz eingetreten sind. Aber, sehr geehrter Herr Kollege Hofmeister, sehr geehrter Herr Kollege May, es wäre ja auch töricht seitens der Hessischen Landesregierung, das nicht weiter zu unterstützen.
Also von daher versuche ich jetzt mal ein bisschen hier den Nebel der Weihrauchkerzen beiseite zu schieben, weil das, was Sie jetzt heute hier feiern, offensichtlich in Ermangelung anderer visionärer, weiterreichender Diskussionspunkte, ja letztendlich auch schon über Jahre angelegt worden ist, selbst zu Ihrer Regierungszeit. Die Frage dieses Forschungscampuses finden wir bereits in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen hinterlegt, die ab dem Jahr 2016 gegriffen haben. Das heißt, das ist in 2015 ausverhandelt. Da ist schon festgelegt worden, dass das mit Geld dotiert werden soll. Mehrere Haushaltsgesetzgeberbeschlüsse dieses Hauses haben das entsprechend unterstützt. Und das ist ja genau der Grund, warum wir von 2000 onwards in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Hessischen Hochschulpakt ein Innovations- und Strukturbudget vorgesehen haben, um eben solche weit vorausschauenden Entwicklungen auch entsprechend flankieren zu können. Und von daher ist das einfach eine weise Entscheidung dieser hessischen Landesregierung, es so zu halten wie die Vorgängerregierung, nämlich an der Stelle flankierend, unterstützend tätig zu sein und sich dem nicht entgegenzustellen. Es ist nachher aber auch Ausdruck eben einer autonomen Entscheidung vor Ort. Und ich glaube, da beweist sich auch noch einmal das Rezept unserer autonomen Hochschulen, so wie wir es über Jahre, mittlerweile ja schon über 10 Jahre, man könnte fast Jahrzehnte sagen, hier in Hessen vorangetragen haben. Und ich glaube, es tut gut, dass das auch bundesweit mittlerweile Schule gemacht hat. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir nicht nur hier zur Debatte in der Wissenschaftspolitik kämen, dass wir die guten Entscheidungen, Kooperationen und vorausschauenden Beschlüsse, die unsere Hochschulen im Rahmen ihrer Autonomie treffen, hier feiern, sondern ich wäre froh, wenn wir auch einmal wieder etwas erfahren würden über weiteren Blick der Landesregierung. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Wissenschaftspolitik, Fragen wie duales Studium, Internationalisierung, Digitalisierung oder auch die bessere Vereinbarkeit von Studium, Familie und Pflege wären solche Stichpunkte. Vielleicht können Sie mal irgendwann einen Antrag schreiben, der sich mit den nächsten 10, 15 Jahren in der Hochschulpolitik beschäftigt und nicht das, was unsere Hochschulen in den letzten 10, 15 Jahren richtig gemacht haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vorneweg, es ist natürlich gut, wenn Hochschulen miteinander kooperieren, ob das bei der Frage der Promotion ist, ob das im Bereich der Forschung ist. Und es ist auch gut, wenn das Land sie dabei unterstützt. Und sicher handelt es sich hierbei um viele sinnvolle Forschungsprojekte. Aber ich muss hier einfach ein paar kritische Punkte ansprechen, weil um was es doch hier letztlich geht, ist, dass die ganze Zielsetzung des Forschungscampus Mittelhessen ist doch der Versuch, bei der Exzellenzinitiative zu punkten. Und das steht ja auch so in Ihrem Antrag. Und die Exzellenzinitiative sehen wir grundsätzlich kritisch. Und die Exzellenzinitiative, da haben ja Bund und Länder jetzt die Verhandlungen im letzten Jahr abgeschlossen. Das heißt, ab 2019 geht quasi die Exzellenzinitiative in die dritte Runde. Dafür finden jetzt die Ausschreibungen statt. Und ich will ein paar Bemerkungen dazu machen, warum wir das kritisch sehen mit der Exzellenzinitiative. Weil es nämlich bedeutet, dass es ein Auseinanderdriften der Hochschulen gibt. Und weil es zu Recht an der Exzellenzinitiative Kritik gibt von kleineren Hochschulen, die Angst haben, dass sie abgehängt werden. Es gibt massive Kritik der Zusammenschluss der verfassten Studierendenschaften, die von einem Zweiklassensystem sprechen. Und es gibt massive Kritik zu Recht von der Gewerkschaft GEW, die auch davor warnen, dass es hier ein Auseinanderdriften der Hochschulen gibt, meine Damen und Herren. Und man muss sich darüber eines bewusst sein, wenn man davon redet, dass Hochschulen Exzellenzuniversitäten werden sollen und dass sie Spitzenforschung betreiben, dann reden wir ja offensichtlich auch über andere, die dann nicht exzellent sind und keine Spitzenforschung betreiben. Und das ist genau die Schwierigkeit, Herr May, was die Frage des Wettbewerbs angeht und die Frage, ob grundsätzlich Wettbewerb ein sinnvolles Steuerungsinstrument ist im Bereich der Bildung. Und da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Weil das Problem ist doch, dass die Hochschulen miteinander konkurrieren. Sie konkurrieren um die
um die Mittelvergabe, was eigentlich öffentliche Mittel sind, aber eben wie Drittmittel vergeben werden über die Exzellenzinitiative und über andere so geartete Projekte. Und sie konkurrieren darüber. Und dann muss man auch sagen, wenn man über Wettbewerb redet, im Wettbewerb gibt es auch immer Verlierer. Was ist denn mit denen? Also das, ich finde, es wird immer nur davon gesprochen, dass wir Spitzenforschung haben, aber es wird nicht davon gesprochen, was eigentlich bei den Hochschulen ist, die eben nicht in Genuss kommen dieser Mittel durch die Exzellenzinitiative. Und deswegen will ich das sehr kritisch ansprechen, weil wir der Meinung sind, ja, man muss Forschung gut ausstatten, aber es darf kein Auseinanderdriften von Forschung und Lehre geben, und es darf nicht so sein, dass Hochschulen um knappe öffentliche Forschungsmittel konkurrieren. Was wir brauchen, ist eine verlässliche und gut ausfinanzierte Grundfinanzierung. Das brauchen die Hochschulen. Und deswegen sehen wir solche Sachen wie die Exzellenzinitiative sehr kritisch. Wir lehnen das ab, weil dieser Wettbewerb unserer Meinung nach so nichts zu suchen hat im Bildungsbereich. Und dann will ich noch etwas ansprechen. In Punkt 4 Ihres Antrags sprechen Sie ja den wissenschaftlichen Nachwuchs an. Und ich finde, wenn man über wissenschaftlichen Nachwuchs spricht, dann muss man natürlich auch ein bisschen über die Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen dieser Menschen sprechen. Und da haben wir doch gerade das Problem, dass gerade im Bereich der Forschung wir einen zunehmenden Einsatz von Drittmitteln haben. Und diese Drittmittel werden kurzfristig, die werden projektverzogen vergeben. Das hat zur Folge, dass die Beschäftigten an den Hochschulen in diesem Bereich eben auch befristet eingestellt werden. Und das hat zur Folge, dass sehr viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich von einer Befristung zur nächsten hangeln, dass sie keine dauerhafte Perspektive an den Hochschulen haben, sondern dass sie dauernd in Unsicherheit und prekären Beschäftigungsverhältnissen leben. Und das ist eine Entwicklung, die wir als hochproblematisch ansehen, weil sie zum einen dafür führt, dass Menschen ihr Leben nicht mehr planen können. Es führt aber auch ganz praktisch dazu, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Hochschulen verloren gehen, weil sie nach der dritten, nach der vierten Befristung irgendwann sagen, ich will eine langfristige Perspektive haben, und die Hochschule ist offensichtlich nicht in der Lage, sie mir zu geben. Das ist ein Punkt, den hätte ich mir gewünscht, dass der in Ihrem Antrag auch einmal vorgekommen wäre. Und diese Drittmittel, über die wir reden, sind ja eben nicht, die kommen ja nicht zum großen Teil von der Industrie und von der Wirtschaft, sondern diese Drittmittel sind öffentliche Mittel. Es sind mehr öffentliche Mittel, die aber vergeben werden wie Drittmittel. Das heißt also, die staatliche Hochschulfinanzierung trägt mit dazu bei, dass die Hochschulen ihre Finanzierung so kurzfristig machen müssen, trägt mit dazu bei, dass wir eine solche Zunahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen an den Hochschulen haben. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Das war mein letzter Satz. Das ist unsere Kritik daran, das ist unsere grundsätzliche Kritik an der Exzellenzinitiative, was nichts daran ändert, dass in Mittelhessen großartige Arbeit an den Hochschulen geleistet wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Rhein. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mittelhessen ist in der Tat eine starke und auch eine prosperierende Wirtschafts-, aber natürlich auch Wissenschaftsregion. Sie ist nicht umsonst die Heimat von vielen namhaften Technologie- und Informationsführern. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass sie eben nicht nur deren Heimat ist, sondern vor allem, dass in ihrem Zentrum drei starke und drei wirklich exzellente Hochschulen sich befinden, die in Kooperation ihre Stärken eben noch weiter stärken. Und insoweit ist mit der Gründung des Forschungscampus Mittelhessen wirklich ein krönender Schlussstein gesetzt worden in einer sehr langjährigen und von großem gegenseitigem Vertrauen getragenen Partnerschaft eben zwischen zwei traditionsreichen Universitäten in Marburg und Gießen und einer, auch das will ich sehr deutlich unterstreichen, einer der erfolgreichsten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland, und das ist die Technische Hochschule Mittelhessen. Aber, meine Damen und Herren, in der Tat, die Partnerschaft ist nicht vom Himmel gefallen. Und wenn man mal einen Rückblick macht über die vergangenen vielen Jahre, Frau Beer, ich komme gleich noch einmal darauf zurück, hat ja auch auf die Dauer hingewiesen, dann muss man feststellen, sie waren vielmehr das Ergebnis einer strategischen Weichenstellung, die damals insbesondere alle Hochschulleitungen aus voller Überzeugung für richtig gehalten haben und an deren Ausbau die jeweiligen Nachfolger dann ebenso entschieden wie einmütig festgehalten haben. Und, Frau Beer, ich habe zu Herrn Staatssekretär Jung gesagt, mal sehen,
wie Frau Beer den Schlenker zu Ruth Wagner hinbekommt in dieser Rede. Und in der Tat, sie hat es geschafft. Ich bin mal dann gespannt, wann Sie möglicherweise noch einmal die Beteiligung von Ruth Wagner am Urknall möglicherweise uns auch herleiten werden. Aber im Ernst, Sie haben recht, natürlich, das ist eine lange Geschichte, an der alle Wissenschaftsminister, an der viele Hochschulpräsidenten, an der alle Fraktionen, an der gesamte Landtag und die gesamten Landesregierungen dieser Zeit einen Anteil haben. Aber es ist vor allem eine gute Geschichte. Und ich finde, meine Damen und Herren, darüber kann man sich wirklich durchaus freuen. Denn der Forschungscampus setzt auf mehreren Ebenen sehr innovative Konzepte um. Er schafft zukunftsweisende Strukturen, und er flankiert damit im Übrigen, weil Sie auch um den Ausblick für die nächsten 10 Jahre gebeten haben. Das ist die Antwort darauf, denn er flankiert die aktuellen Themen und Herausforderungen unseres Wissenschaftssystems. Das ist die Stärkung der regionalen Verbundförderung und damit der Regionen an sich selbst und ist mithin gelebte Regionalpolitik mit einer wirklich spürbaren Wirkung. Das ist der Aufbau einer kooperativen Promotionsplattform. Das ist die Einrichtung von Qualifikationsprofessuren mit Tenure-Track-Optionen. Und sehr verehrte Frau Kollegin, da müssen Sie falsche Informationen haben, dass das gegen den Widerstand der CDU durchgesetzt worden sei. Also, da reicht ein Blick in unseren Koalitionsvertrag. Aber wissen Sie, Frau Kollegin, ich war ja dabei, gemeinsam mit meinen 15 Länderkollegen und der Bundesministerin, als wir dieses Programm beschlossen haben. Und insoweit, ich glaube, da haben Sie wirklich, das ist ein Irrtum, da haben Sie irgendetwas falsch verstanden. Das ist wirklich Politik der schwarz-grünen Koalition, aber im Übrigen auch sehr einmütige Politik aller Wissenschaftsminister der Länder und der Wissenschaftsministerin des Bundes. Und deswegen, da kann man keine parteipolitische Münze machen. Und meine Damen und Herren, es ist im Übrigen auch der gemeinsame Auf- und Ausbau, und auch das ist ein Ausblick auf die nächsten 10 Jahre von Emerging Fields der Spitzenforschung. Das war damals, und das ist auch heute im Übrigen keine Selbstverständlichkeit, was da passiert ist im Schloss von Marburg bei der Unterzeichnung. Denn man darf bei all dem nicht vergessen, Hochschulen leben ja nicht nur Partnerschaften. Das ist gut, wenn Sie es tun, aber Sie leben eben nicht nur Partnerschaften, sondern Sie bestehen natürlich auch und befinden sich alle auch im Wettbewerb zueinander, wenn es um die Frage der Einwerbung von Forschungsfördergeldern geht, wenn es um die Frage der leistungsorientierten Mittelzuweisung im Bereich der Lehre geht und so weiter und so fort. Und, meine Damen und Herren, wie so oft liegt natürlich der Schlüssel zum Erfolg darin, dass man komplementär Stärken stärkt und darin, dass man eben auch hingeht, die gemeinsamen Stärken zu identifizieren, um dann im Rahmen einer die Belange der jeweiligen Nachbarhochschule berücksichtigenden abgestimmten Entwicklungs- und Strukturplanung das Potenzial der Wissenschaftsregion Mittelhessen so weitaus besser noch zur Geltung bringt. Und da war ein wichtiger Zwischenschritt natürlich die Gründung der von beiden Universitäten getragenen Forschungsallianz. Das war im Jahre 2012. Und dann nur 4 Jahre später, auch das zeigt ja, mit welchem unglaublichen Elan an der Sache gearbeitet worden ist, steht die Gründung dieses Forschungscampus. Und wenn man jetzt die Sorgfalt bei der Vorbereitung nimmt, wenn man den persönlichen, intellektuellen und konzeptionellen Einsatz der Präsidenten und ihrer Teams nimmt, dann muss der Erfolg des aus der Taufe gehobenen Forschungscampus Mittelhessen wirklich garantiert sein. Denn auch das kommt ja doch hinzu, die 3 beteiligten Hochschulen entsprechen unmittelbar den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur horizontalen und zur vertikalen Differenzierung des Wissenschaftssystems bei gleichzeitiger Stärkung der regionalen Verbundforschung von hochschulischen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, und zwar auch unter Einschluss geeigneter industrieller Partner. Kurzum, der Forschungscampus ist ein aus Landessicht hochattraktives Vorhaben, wofür die beteiligten Hochschulen, Sie haben schon darauf hingewiesen, in den nächsten 5 Jahren zur Unterstützung ordentliches Geld bekommen, 7,5 Millionen €. Und da hat Herr Kollege Hofmeister vollkommen recht. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht in dieser Art und Weise mit den Hochschulen einen Hochschulpakt und daraus natürlich aufbauend entsprechende Zielvereinbarungen geschlossen haben. Auf die sich Herr Minister, Geld... ich muss an die Redezeit erinnern. Ja, ich komme sofort zum Ende, Frau Präsidentin, ganz unmittelbar darauf beziehen. Und ich kann nur hinzufügen, aber da bin ich auch sehr froh, dass wir da ja große Einigkeit haben. Das ist wirklich Euro für Euro.
Euro gut angelegtes Geld für die Hochschulen, für den Standort Mittelhessen. Der Forschungscampus in Mittelhessen ist eine wirklich langfristig angelegte Allianz der mittelhessischen Hochschulen, ihrer Partner. Und die Kooperationsstrukturen, die aufgebauten und die noch aufzubauenden Kooperationsstrukturen, werden nach meiner Sicht natürlich noch lange nach Ende der Förderphase Bestand haben. Bleibt mir nur, Ihnen eine schöne Mittagspause und einen guten Appetit zu wünschen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich gehe davon aus, dass der Antrag direkt abgestimmt werden soll. Dann machen wir das. Nein? Er soll in den Ausschuss gehen? Gut, dann überweisen wir den Entschließungsantrag 194346 in den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir treten jetzt nun in die Mittagspause ein. Wir sehen uns wieder um 14.15 Uhr. Guten Appetit. 15.15 Uhr, Entschuldigung. Aber da haben Sie jetzt alle mal aufgepasst. Da haben Sie alle aufgepasst. Stimmt.